Willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Steak mit Vakuumkara. Heute stelle ich Ihnen Vakuumkara von Ingbert vor. Wir haben jetzt hier Sous-Vide-Kara. In Frankreich sagt man das Sous-Vide-Kara. Nehme ich in der Hand. Hier sind Bildschirme. Das machen wir nachher natürlich an, dass man die Bildschirme sieht. Das sind 2 Zoll Bildschirm. Hier ist An- und Ausknopf. Und hier müssen wir dann alles bedienen mit einem Knopf. Das ist ganz leicht drehen und ohne reindrücken. Leuchtet schon. Natürlich hat noch Klammer. Und weiß ist schön sauber. Wasserstelle minimal, maximal. Alles Edelstahl. Einwandfrei, gute Bearbeitung. Okay, wir fangen jetzt mit dem Kochen an. Die Vakuumierkarte habe ich jetzt in Wasser gestellt. Der Wasser muss also maximal und minimal sein. Wir haben jetzt unten minimal und oben ist maximal. Hat noch genug Platz, also oben. Der Topf kann ruhig noch größer sein. Okay, dann hat noch Bildschirm. Der Bildschirm sieht man ja, wir können jetzt einstellen. Jetzt können wir dann loslegen. Ich lege das auf Seite jetzt. Mache ich mal fest. Es ist ja noch rot. Ich drücke jetzt den Knopf, dann ist es Betrieb. So, grün. Jetzt ist er an. Wir warten jetzt, bis Wasser 60 Grad hat. Dann können wir dann Steak reintun. Das sieht man ja, dass Wasser warm wird. Wir haben jetzt Pause gemacht, weil das hat schon 60 Grad, also sogar 61 Grad erreicht. Wir können dann gleich anfangen zum Garen. Murat, warum wird das so schnell warm, Wasser? Ja, es hat fortschrittliche Zirkulation und verstärkte Hohlkonstruktion, das Gerät. Und dadurch erhitzt sich das Wasser richtig schön sanft, gleichmäßig, aber halt schnell. Das ist gut daran, ja. So, jetzt können wir den Steak anfangen. Mhm. Ja, so, ich habe jetzt einen Steak geholt. Das ist sogar, ich habe natürlich vakuumiert, beide Seiten. Bitte kein Salz, keine Pfeffer rein, nur Rosmarin. Ich habe Chili und Zwiebel reingetan. Das ist richtiges Rumpsteak, habe ich geholt, sogar 400 Gramm. Jetzt tun wir es rein, da können wir dann gleich Knopf drücken, Startknopf. So, fertig. Okay, jetzt drücke ich. So, jetzt geht's schon los. Wenn die Seite abgelaufen ist, gibt er uns einen Ton. Dann können wir rausholen. Ist gleich. Hier sehen wir die Ingbert-App. Nach dem Hinzufügen der WLAN-Informationen sehen wir das Gerät selbst. Dann einfach auf das Gerät draufklicken. Hier können wir die Einstellung vornehmen für unser Steak. Wir treffen hier unsere Auswahl und können dann mit dem Kochen beginnen. Wenn alles fertig ist, piept unser Gerät und wir können unser fertiges Steak genießen. Der App hat uns gesagt, das ist jetzt fertig. Jetzt können wir dann rausholen zum Servieren. So, Murat, was denkst du jetzt? Ah ja, hol's mal aus der Tüte raus, dann gucken wir mal. Also so sieht's natürlich gut aus. Ne? Ja. Möchtest du was sagen wegen App? Ja, ich kann natürlich gerne was dazu sagen. Also die App hat natürlich super leichte Benutzeroberfläche. Ihr könnt es sehr leicht bedienen. Das hast du auch gut gemacht, ja. Mit den Zwiebeln. Muss das weg, da. Okay, jetzt habe ich die Tüte rausgeholt. Jetzt können wir dann zum Schneiden und vorbereiten natürlich. So, okay. So, jetzt schneiden wir, dass man sieht. Innen. Wir haben durchgemacht natürlich. Ganz weich. Oh, Ende ist noch besser.
Wunderbar. So, schieb mal auseinander hier. Vorne. Dass wir was sehen. So, schieb mal das Fleisch auseinander, bitte. Damit man das Fleisch sieht. Oh. Ja. Okay, man sieht gar nichts. Ja. So sieht aus. Ich kann ja noch Teller reintun. Ja, ja, bitte. Nimm mal das Teller. Dann sieht man vielleicht besser. Hol ich die Sachen raus da. Die brauchen wir nicht mehr. Das war für Aroma. Ja. Guck mal. Ja, genau. So sieht's aus. Guck. Wow. Sieht super aus, ja? Ja, also da hat das Gerät volle Arbeit geleistet. Ja, ne? Ja, das ist gute Arbeit, genau. So, jetzt gehen wir ein bisschen Zwiebeln und Rosmarin. So, so kann man es dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Steak. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.